abgeht? Oder kennst du andere Unternehmen? Es gibt keine Gerechtigkeit. Also das hat mich echt doch ziemlich... Ja, das ist ein anderer. Es ist so, dass wir in dieser Stadt eben... Wir machen auch dafür jede Menge Content. Ja, da sind wir online bei Google Hangout. Herzlich willkommen, schön, dass ihr zuguckt. Und ich habe zu Gast jemanden ganz Besonderes, wo ich total mich drüber freue und begrüße hiermit Erik Weik und frage einfach, Erik, wer bist du? Ja, mein Name ist Erik Weik, das hast du ja schon gesagt. Hallo, liebe Eva. Ich bin einer von 5 Kompetenzfeldmanagern bei der Industrie- und Handelskammer Mittleres Ruhrgebiet hier in Bochum. Ich bin 48 Jahre alt und bei der Industrie- und Handelskammer bin ich jetzt schon seit 3 Jahren. Und ich glaube, dass du mich eingeladen hast, mit dir zu reden, weil ich ein bisschen erzählen soll, wie es zu unserem Veränderungsprozess gekommen ist. Und ja, da steige ich vielleicht ein, indem ich erzähle, dass man mich wahrscheinlich ausgesucht hat für diese Aufgabe, weil man gesagt hat, wir suchen jemanden, der schon mal in der freien Wirtschaft gearbeitet hat und der weiß, wie Führungsverantwortung in der freien Wirtschaft funktioniert, der aber gleichzeitig auch schon mal in der öffentlichen Verwaltung gearbeitet hat und dort auch Führungsaufgaben wahrgenommen hat und vielleicht dort auch schon mal versucht hat, Veränderungsprozesse anzustoßen. Gibt aus irgendwelchen Gründen, komischerweise, ganz wenige Menschen, die auf beiden Seiten schon mal gearbeitet haben. Bei mir ist das so. Ich war ein paar Jahre in der freien Wirtschaft tätig, in einem mittelständischen Unternehmen in Köln. Und danach war ich 11 Jahre lang hauptamtlicher Bürgermeister in einer Stadt im Bergischen Land, in der schönsten Stadt im Bergischen Land, in Wermeskirchen. Okay. So, und danach kam eben das Angebot, Herr Weik, Sie wollen doch nicht für immer und ewig Bürgermeister bleiben, hätten Sie nicht Lust, nach Ihrer zweiten Wahlperiode in die Industrie- und Handelskammer zu kommen. Ach so, rum war das. Also du hattest dann auch gesagt, ich stelle mich im Rhythmus, weil ich da was Interessantes habe, was mich reizt. So rum war es? Genau, also ich bin einfach nicht wieder angetreten beim dritten Mal. Ich habe gesagt, 2 Wahlperioden, das war eine tolle Zeit, das war super spannend. Aber jetzt nach 2 Wahlperioden bin ich 44 Jahre alt und es ist ein ganz gutes Alter, um nochmal was anderes zu machen. Ich würde mich gerne nochmal angucken, was es noch gibt auf der Welt, weil also 11 Jahre Bürgermeister, das ist auch echt herausfordernd. Und ja, ich glaube, so ein Perspektivwechsel, dachte ich, tut mir ganz gut. Und heute, 3 Jahre später, sage ich, hat mir wirklich gut getan, weil ich hier nochmal eine unglaublich spannende Zeit erlebe und mich nochmal ganz anders einsetzen kann. So bin ich also zur Industrie- und Handelskammer gekommen. Und die Maßgabe war, sanieren Sie den Laden, auch finanziell, wirtschaftlich, aber machen Sie den Laden auch attraktiv für die vielen Unternehmerinnen und Unternehmer, die Mitglied sind bei der Industrie- und Handelskammer, manche freiwillig und freudig, manche eher unfreiwillig und mit etwas weniger Freude, machen Sie was draus. Und an diese Aufgabe bin ich herangegangen, indem ich mich mit der damaligen ersten und zweiten Führungsebene, mit den damaligen Geschäftsbereichsleitern und stellvertretenden Geschäftsbereichsleitern, das waren insgesamt ungefähr 15 Personen. Ja. Wir haben uns ganz klassisch, wie man das kennt, am Wochenende vor meinem ersten Arbeitstag, ich habe angefangen am 2. November 2015, am Wochenende davor sind wir zusammen in Klausurtagung gegangen, sind irgendwo hingefahren in so ein einsames, nicht besonders tolles Hotel, irgendwo außerhalb des Kammerbezirkes, haben uns da eingeschlossen und haben uns die üblichen Fragen gestellt, die man sich immer stellt. Also wie würdet ihr unsere Industrie- und Handelskammer organisieren, wenn wir heute beim Tag Null wären und wir würden die ganz neu aufbauen? Wie würdet ihr die wirtschaftlichen Probleme angehen, die wir aktuell haben? Wie würdet ihr das Thema Personalentwicklung angehen, wenn ihr was zu sagen hättet und wenn wir von vorne anfangen würden? Und, also so die ganz klassischen Sachen. Wie würden wir in Zukunft Öffentlichkeitsarbeit machen? Wie wollen wir intern miteinander umgehen? Gibt es so etwas wie einen Verhaltenskodex? Wie wird die Stimme der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter innerhalb der Kammer wahrgenommen? Gibt es ein förmliches Verfahren für die Mitarbeiterbeteiligung? Also die ganz klassischen Sachen. Die haben wir alle identifiziert und haben gesagt, darüber müssen wir reden, das wollen wir regeln. Aber das wird sicher nicht die oberste Führungsebene alleine machen. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Das wollen wir mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammen
besprechen und zusammen nach Lösungen suchen. Das war uns klar in dieser Klausurtagung. Und wir sind also nach diesem Klausurwochenende zurückgekommen und an meinem ersten offiziellen Arbeitstag, an diesem 2.11.2015, habe ich den Mitarbeitern diese 12 Themen präsentiert und habe gesagt, und heute lade ich euch ein, euch an diesem Veränderungsprozess zu beteiligen, indem ihr mitarbeitet in diesen 12 Arbeitsgruppen, zu diesen 12 unterschiedlichen Themen. Aber, das war die Maßgabe, ob ihr mitarbeiten wollt, entscheidet ihr selbst. Und zweitens, wo, also in welcher Arbeitsgruppe, zu welchen Themen ihr mitarbeiten wollt, das entscheidet ihr auch selbst. Ich war damals gar nicht sicher, ob viele sich beteiligen werden, ob wenige sich beteiligen werden. Ich konnte es gar nicht so vorher fühlen. Das kann man vorher nicht wissen. Und tatsächlich, heute weiß ich, dass das eine hohe Beteiligung ist. 75% der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben sich entschieden, freiwillig entschieden, mitzuarbeiten, zum Teil in mehreren Arbeitsgruppen, zum Teil nur in einer Arbeitsgruppe. Aber das ist nicht entscheidend. Also fast alle, könnte man sagen, fast alle haben mitgemacht. Und dann haben wir gesagt, wir wollen in diesen Arbeitsgruppen hierarchiefrei arbeiten. Das heißt, es ist ganz egal, ob... Ja klar, das hattet ihr auf der Klausurtagung, ihr 16, schon so beschlossen. Wir wollen hierarchiefrei arbeiten. Ja. Wie kamen diese 15 Bereichsleiter dazu? Ich meine, das ist ja jetzt nicht so typisch IHK, so dieses Augenhöhe, agile, vielleicht jetzt nicht so ganz typisch für Kammern. Wieso reichte eine allererste Klausurtagung, um so etwas da schon mal, ja, und dann machen wir das schön hierarchiefrei. Die haben ja dadurch auch ein Stück weit was verloren. Wie kam das? Also ich glaube, diese Entscheidung ist Ausdruck einer Haltung, die wir spätestens an diesem Wochenende alle gemeinsam eingenommen haben. Und diese Haltung war, wir wissen es nicht besser als andere. Keiner weiß was besser, sondern jeder weiß etwas. Und jeder hat etwas beizutragen zu diesem Prozess. Und das war etwas, was uns spätestens an diesem Wochenende klar geworden ist. Vielleicht war es uns auch schon früher klar. Aber nach diesem Wochenende war uns klar, jeder hat was einzubringen. Und das, was jeder einzubringen hat, das ist wertvoll. Und das geht nur... Also zu sagen, das, was du einzubringen hast, ist genauso wertvoll wie das, was ich einzubringen habe, geht nur, wenn wir beide auf Augenhöhe miteinander sprechen. Und geht nicht, wenn wir sagen, aber das, was du zu sagen hast, ist nur ungefähr ein Viertel von dem Wert, was ich zu sagen habe, weil ich bin ungefähr 4 Stufen über dir. Das ist Quatsch, so kann man ja nicht miteinander sprechen. Also ich glaube, es hat was damit zu tun, dass uns auch klar war, dass die, die da Führungsverantwortung haben, dass die Lösung auch nicht in der Tasche haben. Niemand hatte die Lösung für die Aufgabenstellungen, die wir vor uns hatten, also für dieses, lass uns die Industrie- und Handelskammer zu einer der coolsten Organisationen in unserer Region machen. Lass uns dafür sorgen, dass wir Vorbilder werden. Lass uns dafür sorgen, dass alle froh sind, wenn sie mit der Kammer etwas zu regeln haben, weil das immer spannend ist, weil du da viele positive Impulse bekommst und so. Also keiner von uns wusste, wie geht das denn? Also wie kann man so eine Kammer zu einem richtig coolen Laden machen? Das wussten wir auch nicht. Und vielleicht ist es das auch, also dieses Bewusstsein, dass wir die Lösung auch nicht in der Tasche haben. Sondern dass man eine Lösung am besten findet mit ganz vielen anderen zusammen. Also ich hatte ja auch dann gelesen, so da, du warst ja schon ein bisschen in Wermelskirchen als Bürgermeister, ja, schon zu so einer kleinen Prominenz geworden, sage ich mal, weil da ja auch ganz viel passiert ist in diesen 11 Jahren. Und die haben dich ja auch gefragt, ob du das machen würdest, weil sie da schon so eine Sehnsucht nach so einem Wandel hatten, ne? Ja, das stimmt, aber Prominenz gefällt mir nicht. Also was ich spätestens in Wermelskirchen gelernt habe, und vielleicht ist das auch was, was ich mitgebracht habe, einer alleine richtet es nicht. Und auch nicht wenige ganz Schlaue, die viel Macht haben. Also ich glaube, dass diese alten hierarchischen Strukturen, die wir alle kennen, die es in allen Organisationen gibt, die es in allen Institutionen gibt, die es aber auch in den meisten Unternehmen noch gibt, diese alten Strukturen sind nicht mehr in der Lage, auf diese unglaublich vielen schwierigen, komplexen Fragen unserer Gegenwart und unserer Zukunft zu antworten.
unsere Welt hat sich einfach verändert. Unsere Welt besteht nicht mehr aus einigen wenigen Menschen, die ganz viele Informationen besitzen und ganz vielen anderen Menschen, die eigentlich nichts wissen und auch nichts wissen wollen. Es ist einfach ganz anders. Jeder von uns kann heute, das ist das, was mich trägt, was mich antreibt, was mich beschäftigt, weil ich glaube, dass das zu neuen Lösungen führen wird. Jeder von uns kann theoretisch zu jeder Zeit von jedem Ort auf jede Information zugreifen. Das bedeutet aber, dass jeder von uns alles wissen kann. Und wenn jeder von uns alles wissen kann, dann müssen wir uns so organisieren, dass auch jeder zu jeder Zeit das, was er weiß, einbringen kann. Und das geht in den klassischen hierarchischen Strukturen nicht. Und das geht in den klassischen abteilungsabgegrenzten Organisationen nicht. Und deshalb ist es das, was uns antreibt, ist, und das fing eben an mit diesen hierarchiefreien Arbeitsgruppen, jeder muss das, was er weiß und das, was er kann, zu jeder Zeit einbringen können. Und das war unser Einstieg. Ja, ja. Aber es gab ja schon eine Ausgangslage bei der IHK Mittleres Ruhrgebiet, eben wie gesagt, warum man auch gerade dich gefragt hat, ob du bereit wärst, eben zu kommen. Du warst ja noch Bürgermeister, ne? Also, ja, das stimmt. Erst mal drauf kommen, ne? Dann zu sagen, oh, wollen Sie nicht ins Ruhrgebiet kommen und uns helfen? Diese Sehnsucht, die da lag, die auch bei den 15 Bereichsleitern ja dann lag, bei diesen Führungskräften, hatte ja schon Grund, ne? Ich frage das deshalb, weil ja so Change-Prozesse, damit die funktionieren, ja doch auch immer irgendwie so eine Dramatik auch erstmal brauchen, um wirklich zu sagen, jetzt ist es soweit, ne? Es reicht, wir verändern uns, ne? Oder? Ja gut, also ich muss sagen, normalerweise, wenn man irgendwo hinkommt und sagt, ich will jetzt ganz viel verändern, dann ist das erstmal schwierig und stößt auf sehr viel Widerstand. Wir Menschen sind so. Wir haben erstmal Sorge vor Veränderungen, selbst wenn die Situation, in der wir stecken, unangenehm ist, haben wir trotzdem Scheu vor der Veränderung. Das war hier anders. Es gab vor mir für ungefähr anderthalb Jahre, fast zwei Jahre, keinen Chef mehr. Jetzt predige ich ja gerade, dass wir gar keinen Chef mehr brauchen, aber in der Situation, in der wir vorher steckten, in klassischer Linienorganisation, sehr hierarchische Industrie- und Handelskammer, plötzlich von einem Tag auf den anderen keinen Chef mehr zu haben, das hat Auswirkungen. Darüber gibt es ganz viele Bücher, die ganz viele schlaue Menschen geschrieben haben. Alles, was passieren kann, wenn eine Organisation plötzlich keinen Chef mehr hat, bei uns ist es passiert. Alles. Insofern war die Situation bei uns eher unangenehm, auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die hier waren. Und was mir begegnet ist, ich glaube, es hat auch was mit Ruhrgebiet zu tun, also mit den Ruhris. Aber es hat auch was mit der speziellen Situation unserer Kammer zu tun. Die Mitarbeiter hier haben eigentlich gesagt, Herr Weik, egal was Sie ändern wollen, da steckt auf jeden Fall die Chance drin, dass es besser wird, als es jetzt ist. Deshalb machen wir erstmal mit. Also es war nicht so, dass ich jetzt die ganze Zeit betteln musste, jetzt probiert es doch mal aus, traut euch mal, einen Schritt zu machen, sondern die Mitarbeiter waren veränderungsbereit. Das war eine große Chance hier, das war was Besonderes. Toll. Ich finde das so toll. Und liebe, bleibt dran. Es geht ja, wir werden gleich umschalten, ne? Erik, wir schalten gleich um in die IHK. Ja. Dann könnt ihr auch, dann werden wir erst, wie heißt der Raum, in dem wir dann Teil 2 machen? Wir gehen in unseren New Work Raum. In den New Work Raum, genau. Und dann in Teil 3 gibt es dann den Höhepunkt. Nein, es ist kein Druidenkreis, habe ich gelernt. Aber mehr wollen wir auch noch nicht verraten. Dann ist das Letzte, bevor wir dann umschalten in das IHK-Interview, wo ich da vor Ort bin, nur noch, was ich noch wissen möchte, du hast es eigentlich ja auch schon gesagt, was das Ziel war. Also es gab zwar eine große Verunsicherung, weil anderthalb, zwei Jahre kein Chef, klar, aber kannst du ein bisschen sagen, gab es dann auch zumindest nach eurer Klausurtagung, als dann wahrscheinlich im heiligen Versammlungssaal, ich stelle mir das so vor, 65 Mitarbeiter, die Bereichsleiter, du in dem Bemühen so zu sitzen, dass nicht wieder sich irgendeine Hierarchie ergibt, vermute ich mal, ich sehe es so vor mir. Hattet ihr irgendwie so ein bisschen sowas wie ein Bild, wie eine Vision?
Ja, also wir haben gesagt, dass wir irgendwann soweit sein wollen, dass alles, was wir tun, egal was es ist, und wenn wir uns nur selbst verwalten, aber alles, was wir tun, muss einen Fokus haben, nämlich den Mehrwert für unsere Mitglieder. Das heißt, es darf nichts mehr geben, was wir hier in dieser Kammer erledigen, was keinen Mehrwert für die Mitglieder hat. Das war das, was uns getragen hat. Und dann hatten wir noch so ein paar, nennen wir es mal Unterziele, wie zum Beispiel, wir gestalten die Zukunft des Kammerbezirkes. Also das waren so die niedrigen Anforderungen, die wir an uns selbst gestellt haben. Wir wollen die Zukunft des Kammerbezirkes gestalten. Wir wollen eine gesunde Organisation sein, gesund in allen Denkrichtungen, was gesund so bedeutet. Das waren unsere Ziele. Also die haben wir auch aufgeschrieben, die haben wir auch in den, damals hieß der noch Vollversammlungssaal, gehängt. Und die hängen heute auch noch im Raum der Veränderung, in dem du den Kreis nachher sehen wirst. Also wir haben schon aufgeschrieben, wo wir hinwollen. Und wir haben das Ziel auch recht hoch gesteckt. Heute würde ich sagen, ist es nicht mehr so, dass man in die Kammer kommen kann, um zu gucken, wie Vergangenheit aussieht, sondern unsere Kammer ist ein Fenster in die Zukunft geworden und jeder ist eingeladen, da reinzugucken. Insofern glaube ich, dieser hohe Anspruch, den wir formuliert haben, wir gestalten die Zukunft des Kammerbezirkes. Also wir sind zumindest mal sehr nah dran. Vielleicht sind wir schon soweit. Ich glaube ja. Jetzt müssen die 28.000 Mitgliedsunternehmen, ne, jetzt irgendwie auch so, ja, vielleicht auch einen Schritt gehen. Und da habt ihr auch, unbedingt, ja. Unbedingt. Und da habt ihr ja auch schon was vorbereitet. Der Rahmen steht, das wirst du gleich in der IHK auch erzählen. Also das hatten wir vorgedreht. Das hier ist jetzt sozusagen der Pitch, der Elevator-Pitch. Und der Rest ist ja schon da. Und also der Rahmen steht für diese 28.000 Mitgliedsunternehmen. Und wie sich das dann wieder entwickelt, ist dann auch ein Teil dieser externen, oder das heißt externe, aber eben dieser ja, Genossen, dieser Mitgliedsunternehmen, die sich nicht als zwangszahlende Kammermitglieder begreifen sollen, sondern eben als, ja, wie auch in einer Genossenschaft, wo man gemeinsam an einem Werk arbeitet und auch seins beiträgt. Und dann sieht das plötzlich ganz anders aus. Ist ja gut, dass es diese Industrie- und Handelskammer gibt. Ist ja Blödsinn zu sagen, was wäre es toll, wenn es die nicht gäbe. Das ist ja allerletzte Schwachsinn, finde ich. Oder? Das stimmt. Ja. Ja, sollen wir da mal rübergehen in die IHK? Machen wir. Du bist ja da. Gut. dann sage ich, dann beenden wir jetzt diesen Pitch und gehen dann rüber in die IHK. Und, Eva, ich danke dir. Bis jetzt hat es Spaß gemacht. Danke dir. Okay, dann sage ich mal bis ganz bald. Bis bald, Eva. Mach's gut. Tschüss. Mach's auch gut. Tschüss. So, ja, kurz war das Handy, hat gesagt, auch 18 Uhr Feierabend. Jetzt ist es wieder da. Wir haben es überredet und machen jetzt weiter. Ich gehe jetzt mal aus dem Bild raus. Wollen wir noch mehr Licht anmachen? Ich finde das Licht eigentlich angenehm. Ist ja nach 18 Uhr, ne? Und ist hell genug. So, wir waren bei den 12 Arbeitsgruppen. Genau. Soll ich einfach weiterplappern? Einfach weiterplappern. Wir haben 12 Arbeitsgruppen eingerichtet zu 12 unterschiedlichen Themen, von Finanzen über Organisation, Personalentwicklung, Mitarbeiterbeteiligung, alles, was wichtig ist. Und dann haben wir etwas gemacht, ich würde sagen, aus einer Laune heraus, was heute zum Konzept dieser Organisation geworden ist. Wir haben gesagt, ob ihr mitarbeitet und wo ihr mitarbeitet, entscheidet ihr selbst. Und innerhalb der Arbeitsgruppen wird hierarchiefrei gearbeitet, egal wer Mitglied einer Arbeitsgruppe ist. Was bedeutet das konkret? Ein Beispiel, es gab zum Beispiel die Arbeitsgruppe Personalentwicklung. Da hatte ich mich auch eingetragen für. Und irgendwann sprach mich eine Kollegin an, die sich ebenfalls für die Arbeitsgruppe Personalentwicklung eingetragen hatte. Und die fragte mich, Herr Weig, damals waren wir noch per Sie, Herr Weig, wäre es nicht gut, wenn die Arbeitsgruppe Personalentwicklung mal tagen würde? Und ich habe gesagt, ja, das wäre schon gut, wenn die irgendwann mal tagen würde, ist ja ein wichtiges Thema. Ja, Herr Weig, soll ich vielleicht mal einladen? Ich sage, es wäre super, wenn Sie mal einladen würden, weil sonst geht es ja nicht los. 5 Minuten später hatten die Mitglieder der Arbeitsgruppe Personalentwicklung in ihrem E-Mail-Postfach eine E-Mail, liebe Interessenten der Arbeitsgruppe Personalentwicklung, im Auftrag von Herrn Weig lade ich hiermit ein. Da habe ich der Kollegin gesagt, hey, das haben wir aber nicht besprochen, ich habe Sie nicht beauftragt. Ich habe gesagt, wenn Sie einladen wollen, finde ich das eine super Idee, machen Sie mal. So war das halt damals. Dann fand die erste Sitzung statt dieser Arbeitsgruppe, ich weiß die Uhrzeit nicht mehr, sagen wir 10 Uhr. Leute in der Kammer sind sehr pünktlich, also alle 8 Mitglieder der Arbeitsgruppe Personalentwicklung saßen pünktlich um 10.00 Uhr an einem Tisch, ich saß auch da. 7 Leute guckten mich an. Ja. 10 Uhr, 10 Uhr 1,
Das muss man aushalten können. Ja. 10:02, ja. 10:03. Ich habe gewartet bis 10:05. Ja. 10:05 habe ich gesagt, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe noch einen Anschlusstermin. Wann fangen wir denn an? Und einer der Mutigen dann in dieser Gruppe sagte, ja, Herr Weik, wir dachten, Sie wollten sicher zu Beginn etwas sagen. Da habe ich gesagt, naja, also wenn jetzt jeder von uns zu Beginn etwas sagt, dann ist die Sitzung zu Ende und wir haben nichts besprochen. Also ich würde sagen, wir fangen einfach an. Wäre wahrscheinlich ganz gut, wenn heute einer Protokoll führen würde und wenn einer die Sitzung leiten würde. Ich würde heute mal Protokoll schreiben. Habe mir einen Zettel genommen und einen Stift. Und so ging das, ja. Und so ging das über ein Jahr. Und ein Jahr lang haben wir, und ich sage bewusst wir alle, wir haben gelernt, wie das geht, hierarchiefrei zu arbeiten. Mhm. Ich wusste es vorher auch nicht, das auch jetzt erst erleben dürfen. Mhm. Und dann haben wir aber ganz schnell alle gemerkt, wie viel produktiver das ist, wie viel zielgerichteter das ist, wenn keiner mehr Rücksicht darauf nimmt, wer welchen Rang im Raum hat. Wenn alle zu jeder Zeit das, was sie wissen, einbringen können. Mhm. Und wenn das jeder darf. Und wir haben gemerkt, dass wir stärker werden dadurch, dass unsere Diskussionen besser werden. Und haben also ein Jahr lang gelernt, hierarchiefreies Arbeiten ist schon ganz schön gut. Und wenn jeder selbst entscheiden darf, woran er mitarbeitet, entfaltet jeder plötzlich viel mehr Energie als vorher. Und das hat uns dazu gebracht, nach circa einem Jahr, nach diesen Erlebnissen in diesen 12 Arbeitsgruppen zu sagen, so, und wie können wir das jetzt in ein Organigramm übersetzen, was wir da erlebt haben? Also es ist wirklich, es war nicht jetzt so manipulativ, wir lassen die Kinder spielen, damit dann am Schluss genau das bei rauskommt, sondern es war wirklich ein richtig offener Prozess und überraschend, dass genau das herauskam. Es war ein völlig ergebnisoffener Prozess. Wenn man mir ein Jahr vorher erzählt hätte, du wirst nach einem Jahr in der Industrie- und Handelskammer mit allen zusammen einen Kreis als Organigramm erfinden und ihr werdet zusammenarbeiten ohne Hierarchien, jeder entscheidet selbst, was er macht, dann hätte ich gesagt, das ist unmöglich, das kann ich mir nicht vorstellen. Also das ist tatsächlich in diesem Prozess aus uns selbst heraus entstanden. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Teil der Geschichte und das macht es auch so stark. Es ist aus uns heraus und zwar aus uns allen, nicht aus mir, nicht aus einer kleinen Gruppe, aus einem Vorstand oder aus einem Führungsteam heraus entstanden, sondern es ist aus uns allen heraus entstanden. Wir haben das zusammen erlebt, entwickelt und zusammengebastelt. Wir alle, wie weit nach unten geht das dann alle bei den Mitarbeitern? Also an diesem Prozess in den 12 Arbeitsgruppen haben sich 75% der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter freiwillig beteiligt. Also ich würde schon sagen, wir können sagen, da haben alle dran mitgewirkt. Super. War die Methodik wichtig? War es wichtig, dass da eben jetzt so jemand, was weiß ich, Design Thinking Coach oder... Ich hatte ja schon gefragt, deshalb hatte ich gerade gefragt, habt ihr das aus euch herausgemacht oder hattet ihr externe... Coaches, Experten Nein. dabei? Also wir hatten einen externen Moderator, jemanden, der Diskussionen moderiert hat, weil wir gesagt haben, es ist schlecht, wenn der Erik ständig in der Mitte des Raumes steht, das ist nicht gut, weil ich ja versucht habe, mich mit in die Mannschaft zu stellen und zu sagen, ich bin ein Teil von euch, ich bin nichts Besonderes und das wäre nicht gegangen, wenn ich die ganze Zeit in der Mitte gestanden hätte. Deswegen hatten wir jemanden für die Moderation, aber wirklich nur für die Moderation des Prozesses, nicht für den inhaltlichen Input. Mhm. Der inhaltliche Input ist aus uns heraus entstanden und aus uns allen, heißt aus allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kammer. Jeder hat irgendwelche Ideen eingebracht, jeder hat Vorschläge gebracht, jeder hat, das gehört zu so einem Prozess, auch viel kritisiert. Mhm. Und jeder hat gelernt, dass Kritik hier plötzlich willkommen ist und dass in Fragestellen des Prozesses willkommen ist. Und so ist es entstanden und das hat den Prozess stark gemacht. In dem Heft steht ja auch sehr schön formuliert, dass dieses Entblößen, man muss sich ja entblößen, um das zu machen. Und das ist ja sehr sensibel. Also ich meine, wenn zum Beispiel dann jemand irgendwie sagt, dass er einen überhaupt nicht leiden kann oder sonst irgendwie was, das ist ja auch alles hoch emotional. Aber ihr habt einfach das so gemacht, so laienhaft, sag ich mal, also jetzt nicht mit irgendwelchen großartigen Strukturen, wie man das jetzt psychomäßig... Nein, also wir haben kein psychomäßiges Buch vorher gelesen und haben dann gesagt, wir nehmen das Konzept XY von dem Zen-Meister so und so. Ja, das haben wir nicht getan, aber wir haben uns, also was ich sagen will, ist, ich glaube, wir haben es sehr behutsam gemacht. Wir haben sehr viel aufeinander geachtet. Aber wir sind wieder wir alle und haben Rücksicht genommen auf ja, alles, was wir halt so haben, auf jede Stärke, die hier im Haus vorhanden ist, aber auch auf die Schwächen, die es hier gibt, haben wir versucht, Rücksicht zu nehmen. Und wir haben immer wieder auch mal Tempo rausgenommen, haben gesagt, der nächste Schritt muss noch ein bisschen warten. Oder wir haben auch mal gesagt, jetzt muss der nächste Schritt ganz schnell erfolgen, weil die Organisation das braucht. Also ich glaube, es hatte viel mit Achtsamkeit zu tun.
Achtsamkeit, genau. Ja. Achtsamkeit ist ganz wichtig. Und das war einfach da. Wahrscheinlich, weil auch die Grundstimmung so war zu dem Zeitpunkt, dass alle das ja auch wirklich wollten, diese Veränderung, ne? Dass dieser Das muss man sagen, die Veränderungsbereitschaft in dieser Kammer war extrem groß, als ich kam. Also oft ist es ja so, dass die Leute sagen, hey, lass bitte alles so, wie es ist. Egal, ob es gut oder schlecht ist, aber es soll so bleiben, wie es ist. So sind wir ja nun mal. Das war hier nicht so, sondern hier haben die Menschen gesagt, wenn der Neue kommt und der will irgendwas verändern, es kann eigentlich nur besser werden. Das war mein großer Vorteil. Also die Veränderungsbereitschaft hier im Haus war groß. Also meine Veränderungsvorschläge sind auf sehr fruchtbaren Boden gefallen. Es war nicht so, dass ich hier ständig gegen ein Bollwerk anrennen musste, sondern es war eher so, dass die Leute gesagt haben, Veränderung, okay, wir machen mit. Schritt 2 war dann also erstmal die ganzen Themen identifizieren und gucken, was haben wir für Aufgaben etc. Und Schritt 2 war dann was? Ich würde sagen, Schritt 2 war zu gucken, wie kriegen wir jetzt eine Organisationsform hin, Genau. die erlaubt, dass jeder zu jeder Zeit sein Wissen einbringen kann. Genau. Und das war die spannende Herausforderung. Und das bedeutete für uns in einem, man würde sagen, disruptiven Schritt, alle alten Hierarchien abzuschaffen. Wir haben unsere Dienstordnung außer Kraft gesetzt, weil die nicht in der Lage war, jedem zu ermöglichen, zu jeder Zeit sein Wissen einzubringen. Und wir haben fast alle hierarchischen Ebenen abgeschafft. Es gibt hier noch 5 Kompetenzfeldmanager und das war's. Und diese 5 Kompetenzfeldmanager haben, die Dienstordnung gibt es nicht mehr, aber es gibt Leitlinien, die unser Handeln bestimmen. Das ist der Ersatz für unsere Dienstordnung. Und in diesen Leitlinien steht drin, ausdrücklich, die Kompetenzfeldmanager haben nicht mehr die Aufgabe, die Mitarbeiter anzuweisen oder sie zu kontrollieren. Beides nicht. Die einzige Aufgabe, die Kompetenzfeldmanager noch haben, ist, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu unterstützen, wenn die das wollen. Hammer. Das ist großartig, weil das bedeutet, dass die Führungskräfte hier im Haus eigentlich kaum noch was zu tun haben. Leider nur in der Theorie. Ja. Aber das zeigt natürlich ganz viel von unserer Haltung. Aber auch das, ihr hattet nicht eben, ich kann das gar nicht fassen, überhaupt nicht von extern jetzt irgendwelche Gurus, die Nein. euch gezeigt haben, wie funktioniert Achtsamkeit, wie funktioniert Respekt, wie funktioniert die Gefühle des anderen eben irgendwie zu respektieren, wie funktioniert Kontrolle abzuschaffen und so weiter und Also so ich glaube, fort. dass man Ich das auch verstehe so, das gar nicht. Wie kann das ich glaube, dass funktionieren? man das auch machen kann mit Gurus von außen. Es gibt ja Beispiele, bei denen das geklappt hat, aber dann wäre es nicht unseres. Dann Wahnsinn. hätten wir etwas akzeptiert, was von außen uns jemand beigebracht Ja, hätte. eben. Aber das ist eben wirklich unseres. Also dieses Organigramm, das gibt es nur einmal auf der Welt, das gibt es nur bei uns, das gibt es noch in keinem Lehrbuch, das ist voll unseres gewesen. Und ich würde echt auf diese Frage hin, das wird mir jetzt bewusst, wenn du es nicht so gefragt hättest, hätte ich es nicht gesagt, Ja, aber du hast ja auch erst gesagt, auf was diese willst du? Frage Ja. hin würde ich sagen, wir sind alle zu Gurus geworden. Hör Aber auf. eben nicht einer von uns. Hey, so Gibt's ja viele nicht. von uns könnten heute einen Vortrag halten zum Thema Achtsamkeit, zum Thema Agilität, zum Thema Zukunft. Wir sind Gurus geworden, ganz viele von uns. Und wir haben so viel gelernt, wie man miteinander umgeht und wie man nicht miteinander umgeht und wie man Energie in einen Raum pumpt und wie man Energie in ein ganzes Haus pumpt. Das wussten wir alle vorher nicht oder viele von uns wussten es nicht. Manche wussten es und haben es anderen beigebracht. Ich wusste es vorher nicht, ich habe es hier erst gelernt. Ist doch irre, oder? Ja, ist Also total du bist irre. auch nicht irgendwie, hast mal eine Coaching-Ausbildung gemacht oder so. Gar nichts. Ich habe Nichts. nur erlebt, dass die Organisationsform, wie wir sie kennen, also diese Linienorganisation, ja, es gibt ein oder zwei Chefs oben und dann ist jeder von denen ist für 2, 3, 4 Abteilungen, Dezernate zuständig, dann kommen irgendwann die Abteilungsleiter und die haben wieder für so und so viele Mitarbeiter Verantwortung. Ich wusste nur, dass diese Silostruktur in Abteilungen, Abteilung hat ja was von abgeteilt, ne, dass das nicht mehr in der Lage ist, mit der modernen, sich ständig verändernden Welt zurechtzukommen, dass wir auf die Dinge, die man von uns erwartet, nicht mehr reagieren können, dass wir einfach zu langsam sind, dass wir zu wenig in der Lage sind, interdisziplinär zu arbeiten und so weiter. Das war mir klar. Aber das war das Einzige, was ich wusste. Und dann habe ich mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dieses Hauses zusammen nach einer coolen Lösung gesucht und die haben wir gefunden. Dieser ganze Prozess geht ja jetzt, ja, fing November an, ne? November November 2015. 2015. Also jetzt sagen wir mal, 3 Jahre, drei 3 Jahre Jahre, und drei drei Jahre. Monate. Kommt man hier auch noch zum Arbeiten oder seid ihr die ganze Zeit nur eben in euren Kuschelarbeitsgruppen? Das ist eine gute Frage. Tatsächlich gibt es ganz viele
Sitzungen. Es gibt eigentlich fast nur drei Organisationsformen. Es gibt Arbeitsteams, Projektteams und Kompetenzteams. In diesen Organisationsformen arbeiten wir zusammen. Die Arbeitsteams machen so das tägliche Geschäft und die Projektteams und die Kompetenzteams, die entwickeln Dinge weiter, machen Veränderungsschritte. Da entfernen wir uns öfters mal von alten Positionen oder ändern unsere Haltung zu wirtschaftlichen Fragen oder was auch immer. Das machen wir in diesen Teams. Und es gibt schon Tage, wo der eine oder andere sagt, sag mal, wann soll ich denn noch zum Arbeiten kommen? Ich bin die ganze Zeit nur noch in Teamsitzungen. Das war insbesondere im ersten Jahr ein Thema. Heute ist es nicht mehr so sehr ein Thema, weil wir alle gemerkt haben, dass wir unseren Output erheblich erhöht haben. Und das gilt auch für alles, gilt auch für mich. Also es gilt wirklich, ich glaube, heute würde jeder von uns sagen, jeder stimmt natürlich nicht, aber nehmen wir mal 80%. 80% von uns würden sagen, wir machen heute deutlich mehr als früher. Weil wir viel effektiver geworden sind, weil wir uns viel weniger mit Strukturen aufhalten, weil wir uns viel weniger mit Dienstwegfragen aufhalten, mit Zuständigkeitsfragen aufhalten, sondern wir machen. Und das sorgt dafür, dass wir viel mehr machen und dass wir es viel schneller machen. Wir hatten neulich eine Auswertung in einem bestimmten Themenbereich mit 5 anderen IHKs zusammen. Was habt ihr im letzten Jahr in dem Bereich gemacht? Wie viele Partnerschaften mit Schulen und Wirtschaft habt ihr hier geschlossen und so? Und dann rief mich irgendwann eine Mitarbeiterin an und sagte, hör mal, Erik, du musst dir mal diese Auswertung angucken, bevor wir das abschicken. Dann habe ich gesagt, Leute, macht euch keine Sorgen. Es ist nicht schlimm, wenn wir da nicht so gut abschneiden. Wir hatten letztes Jahr einen anderen Fokus. Das ist völlig okay. Ja. Nein, du musst dir das angucken. Und dann kam raus, dass wir unglaublich viel mehr gemacht hatten als die anderen in diesem Vergleich. Und wir hatten darauf gar keinen Fokus. Es war sozusagen ein Zufallsprodukt. Und wenn man die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fragt, wie könnt ihr euch das erklären, dass wir so viel gemacht haben in diesem Bereich? Dann kommt eine so tolle Antwort, das muss ich erzählen. Naja, du lässt uns halt machen. Und das ist ja so simpel. Aber es ist genau das. Wir hatten neulich so einen Prozess. Ein Mitarbeiter hat sich darum gekümmert, dass hier vor dem Haus eine Elektrotankstelle hinkommt, dass hinter dem Haus eine Elektrotankstelle hinkommt, dass die natürlich gebrandet wird. Wir machen das in Kooperation mit den Stadtwerken Bochum, übrigens auch tolle Leute. Und an sich ist das ein komplizierter Prozess. Tatsächlich mussten dabei Tiefbauarbeiten gemacht werden. Da musste so ein Starkstromkabel verlegt werden. Und dann ist natürlich die Frage, welcher Parkplatz darf dafür benutzt werden, welcher Parkplatz fällt dafür weg, wie fährt man die Parkplätze an, wie geht das alles, welches Bezahlsystem wählen wir, wer darf hier kostenlos tanken, wer muss etwas dafür bezahlen. Also am Ende ist es gar nicht so leicht. Wie geht die Kooperation mit den Stadtwerken, auf welcher vertraglichen Grundlage machen wir das? Und dann irgendwann kommt ja der Tag, wo diese Tankstelle eröffnet werden soll. Da soll dann der Herr Hauptgeschäftsführer am besten so ein Kabel in der Hand halten und dann kommt jemand von den Stadtwerken, dann muss die Presse informiert werden. Der Mitarbeiter, der das organisiert hat, hat gesagt, das hätte in der alten Organisationsform ungefähr 3 Jahre gedauert, bis ich jeweils die zuständigen Ansprechpartner bekommen hätte, bis ich die notwendigen Entscheidungen bekommen hätte. Wir haben das gemacht in 3 Monaten. Unglaublich. Und dann sagt er, ein Mitarbeiter, der seit 20 Jahren bei der Kammer ist, der sagt, das ist der Unterschied. 3 Monate oder 3 Jahre. Ja. Wenn ich jetzt von einem was wissen will, dann texte ich den an oder rufe ich den an und dann sagt er mir kurz, so und so würde ich es machen, alles klar, und dann machen wir es so. Ja. Wir sind viel handlungsfähiger geworden. Wir sind viel effizienter geworden dadurch. Obwohl das gar nicht das erste Ziel war. Aber das ist alles dadurch passiert, dass jeder hier das einbringen kann, was er möchte. Und das ist meistens das, was er kann. Es ist übrigens auch eine total wichtige Erkenntnis, dass wir Menschen, wenn uns die Organisation, für die wir arbeiten, die Chance gibt, das einzubringen, was wir am besten können, dann bringen wir auch genau das ein. Weil das ja am meisten Spaß macht, genau das einzubringen. Ja? Und es macht ja Spaß, dafür zu sorgen, dass es der Organisation gut geht. Vor allem, wenn ich das auf Grundlage einer eigenen Entscheidung machen kann, dann ist meine Motivation extrem hoch. Und genau das ist bei uns passiert. Und das ist der Unterschied zwischen etwas in 3 Monaten schaffen oder in 3 Jahren. Dann erzähl doch noch mal ganz kurz die Geschichte, die fand ich so toll, als ihr den Kreis dann entwickelt habt. Ne? Den können wir ja da gleich auch noch mal angucken. Und dann haben sich ja alle dahingestellt, wo sie sich hingehörig fühlten, völlig unabhängig davon, was sie bis jetzt hier gemacht haben. Ne? Sie durften sich ja sozusagen was aussuchen. Und ihr hattet ja vorher, wahrscheinlich ihr 5 oder hattet ja schon so geraten, wer wohl wohin geht. Richtig? Sage ich das richtig? Ganz kurzer Schnitt, ich muss mir einmal die Nase putzen.
So, wo waren wir stehen geblieben? Also, dass eben alle sich auf diesem Kreis, den wir uns ja bestimmt gleich noch mal kurz angucken, platzieren sollten. Und da unabhängig von dem, was sie hier bisher eben auch gemacht haben, sich wirklich das frei aussuchen durften, was sie sich wünschen. Und ihr fünf Kompetenzfeldmanager ja vorher schon so geraten habt, wer wohl wo steht. Und hier in dem Heft steht, nur fünf hätten was anderes gewählt als das, was ihr vermutet habt. Das fand ich ja irre. Das stimmt. Also eigentlich war es so, wir wussten dann irgendwann, wie die Organisation sein könnte, in der wir zusammenarbeiten wollen, wo wir eben so frei agieren können und wo jeder selbst entscheiden kann, was er macht. Das war uns irgendwann klar. Und zwar irgendwann klar, mit welchen Themen wir arbeiten wollen und so. Und so ist dieser Kreis entstanden. Und dann saßen wir zu fünf zusammen, das neue Führungsteam, und haben uns überlegt, wie schaffen wir jetzt den Schritt von der alten Organisation in die neue? Geht das stufenweise? Geht das an einem bestimmten Tag? Und wie wechseln die Menschen? Machen wir 65 Stellenbeschreibungen und beschreiben Stellen, die wir selber noch gar nicht beschreiben können, weil wir noch gar nicht wissen, wie die ausgestaltet werden müssen. Und machen dann 65 Stellen Besetzungsverfahren, die wir fünf irgendwie alleine organisieren und bringen auch noch mal ganz viel Unsicherheit ins Haus. Ach, ich muss mich neu bewerben. Ja, was ist denn, wenn ich es nicht bekomme? Also wir wussten nicht, wie geht technisch dieser Übergang von der alten Organisationsform in die neue. Und dann hat irgendwann ein Mitglied des Führungsteams, Kerstin, die heute Kompetenzfeldmanagerin Menschen stärken ist, den Vorschlag gemacht: Lass uns doch einfach die Farben der Kompetenzfelder im Raum der Veränderung auf dem Boden malen, in so Kreisen, und dann kann sich jeder in den Kreis stellen, wo er Bock hat, in Zukunft zu arbeiten. Dann habe ich gesagt, ich weiß noch genau, wie das war. Ich habe gesagt, wir haben viele verrückte Sachen gemacht in den letzten Monaten und ich habe viel gelernt, aber das traue ich mich nicht. Das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das funktioniert. Ungefähr 4 Wochen später haben wir unseren Kreis, unser Organigramm mit einem Durchmesser von 10, 15 Metern als Aufkleber im Raum der Veränderung auf dem Boden geklebt. Und dann haben wir den Hält der Mitarbeiterinnen, eigentlich gut? der hält gut, der ist immer noch da, Ja, ja. ja. Hält gut, super, funktioniert. Okay. Dann haben wir den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesagt, heute ist der Tag, an dem du entscheidest, wo du in Zukunft in dieser verrückten Kammer arbeiten möchtest. Du kannst es frei entscheiden. Du musst dich nicht gegenüber deinem alten Team erklären, warum du es verlassen möchtest. Und du musst dich nicht gegenüber dem neuen Team erklären, warum du dahin willst. Sondern du machst es einfach, weil es deine Entscheidung ist. Es ist nicht die Entscheidung für den Rest deines Lebens, aber für die nächsten Jahre schon. Das ist eine sehr weitgehende Entscheidung. Und wir haben gesagt, wir haben uns auch Gedanken für jeden Einzelnen gemacht, was wir glauben, was optimal wäre für den nächsten Entwicklungsschritt. Das geben wir dir. In so einem Säckchen, wie in so einem Scrabble-Säckchen, wo so Buchstaben drin sind. Du darfst aber nicht reingucken. Ja, sondern unbeeinflusst von uns triffst du deine Entscheidung. Wenn du deine Entscheidung getroffen hast, jeder von uns hat sich dann auf dem Kreis positioniert. Als alle sich positioniert hatten und jeder wusste, in welchem Kompetenzfeld er in Zukunft arbeiten möchte, dann haben wir gesagt, jetzt kann jeder sein Säckchen aufmachen und Super. gucken. Und wenn das nicht matcht, wenn das unterschiedlich ist, dann reden wir am nächsten Tag drüber, gucken, was waren unsere Beweggründe für dich zu denken, dass das und das für dich das Richtige wäre. Was waren deine Beweggründe? Und dann gucken wir, was die richtige Lösung ist. Es waren tatsächlich nur 5 von 65, die sich anders entschieden hatten, was unglaublich wenig ist. Unglaublich Mit wenig. Den 5 haben wir am nächsten Tag gesprochen und tatsächlich bei 3 haben wir deren Wunsch entsprochen, weil die besseren Argumente hatten, weil die sich das gut überlegt hatten. Und bei 2 war es so, dass sehr schnell im Gespräch klar wurde, ach so hattet ihr euch das vorgestellt, ah, das ist ja viel besser, als ich mir das gedacht habe. Also total einvernehmlich, ohne irgendwelchen Druck, waren auch die 5 am nächsten Morgen vor 12 Uhr klar, wo sie hinwollten. Und wir haben am nächsten Tag um 12 Uhr mit der neuen Organisationsform begonnen, sozusagen von 0 auf 100. Und das ist jetzt her, das war im März 2017, nee, März 2016. Nein, wir haben das ganze Jahr 2016 für die Verlängerung benutzt. Im März 2017 haben wir angefangen und das ist also jetzt wie lange her? Jetzt ein Jahr und 10 Monate. Und seit einem Jahr und 10 Monaten will ich nicht behaupten, dass hier nichts mehr schiefgegangen ist. Das ist ja totaler Quatsch. Natürlich haben wir Fehler gemacht in den letzten 2 Jahren. Aber es hat unglaublich viel geklappt. Und es hat viel besser geklappt, als wir uns gedacht haben. Die Mitarbeiter haben sich selbst zugeteilt und man könnte jetzt sagen, ha ja, die sind bestimmt alle zu dem Kompetenzfeldmanager gegangen oder zu der Kompetenzfeldmanagerin, von der sie glaubten, das würde der netteste Chef werden. Also ich zum Beispiel dachte, die kommen ja alle zu mir dann. Das war aber eben nicht so, sondern in Wahrheit haben die Menschen sich
ein Viertel, ein Viertel, ein Viertel, ein Viertel auf die vier Kompetenzfelder verteilt. Das ist doch verrückt. Das ist Wahnsinn. Wir wussten das vorher nicht. Und wir sind das Risiko eingegangen, dass es nicht klappt. Wir sind das Risiko eingegangen, dass alle in ein Kompetenzfeld rennen oder sich auf zwei Kompetenzfelder verteilen. Und dann hätten wir da gestanden und gesagt, okay, es war ein Versuch, hat nicht geklappt, wir müssen es irgendwie anders machen. Es gibt Bereiche in jeder Organisation, wo so Arbeitsplätze vermutet werden, die keiner machen will. Die gibt es auch bei uns. Ich will die jetzt nicht so einzeln benennen, aber was weiß ich, ist zum Beispiel nicht so, dass jeder sich gerne da unten in den Zug stellt und sich genau dahin stellt, wo immer die unzufriedenen Pflichtmitglieder reinkommen und sich beschweren. Aha. Und so gibt es die verschiedensten Bereiche, wo man sich fragt, hey, geht da jemand hin? Wer hat eigentlich Lust, jeden Tag die eingehenden Rechnungen zu buchen? Und was auch immer. Alle Bereiche, die dieses Haus braucht, wurden besetzt mit Leuten, die das richtig gut machen. Viele haben sich entschieden, das weiterzumachen, was sie vorher schon gemacht haben. Einige haben sich auch entschieden, was ganz anderes zu machen. Das ist aber nicht der entscheidende Punkt, sondern der entscheidende Punkt, das habe ich aber erst nachher kapiert. Vorher war mir das nicht klar. Der entscheidende Punkt ist, normalerweise, wenn wir einen Job machen, dann machen wir den, weil wir nach einer Ausbildung dahingesetzt wurden. Oder weil der Job irgendwann frei war und mein Chef hat gesagt, das könntest du jetzt mal machen. Oder wir bewerben uns auf eine Stelle, die gerade frei ist und wir brauchen gerade einen Job. Aber so richtig freiwillig, so heute kannst du einfach mal entscheiden, was du in Zukunft machen möchtest. Das funktioniert ja selten für die allerwenigsten Jobs. Von diesem Tag an, vom 15. März 2017 an, arbeiteten hier im Haus alle an der Stelle, die sie sich selbst ausgesucht hatten. Sie hätten sich irgendeine andere Sache aussuchen können, aber sie haben sich das ausgesucht. Das heißt, seither arbeiten die auf einer anderen vertraglichen Grundlage. Die arbeiten da, wo sie selbst sein wollen. Und sie hätten sich's anders aussuchen können. Und sie wissen, dass die Organisation, für die sie arbeiten, und auch der Chef oder die Chefs gesagt haben, du wirst damit verantwortlich umgehen, mit dieser Freiheit. Die haben mir das zugetraut, dass ich mich richtig entscheiden werde. Dass ich mich so entscheiden werde, dass es gut ist für die Organisation. Das wissen alle hier im Haus seit diesem Tag. Das hat alles verändert. Und es hat die Energie in diesem Haus verändert. Es hat für mich total viel verändert. Ich habe so viel gelernt. Man könnte ja denken, naja, da entscheidet sich jetzt jeder für die Jobs, die am angenehmsten sind, die viel mit Reputation zu tun haben oder was auch immer. So ein Quatsch. Alle haben sich entschieden, sich an der Stelle hier im Haus zu engagieren, wo sie am meisten einbringen können, wo sie am meisten dazu beitragen können, dass das hier gut funktioniert. Es ist ja logisch. Würde ich auch so machen? Habe ich auch so gemacht? Ja. Und das haben alle getan. Das heißt, die Menschen haben sich nicht gefragt, wo ist der angenehmste Chef, zu dem gehe ich hin? Sondern die haben gesagt, es ist egal. Mich interessiert die Aufgabe, für dich, für die ich am meisten mitbringe, am meisten Qualifikation, am meisten Kompetenz mitbringe. Und das möchte ich machen. Und das ist so seit diesem Tag. Seit fast 2 Jahren. Ich würde jetzt gerne... Oder fällt dir noch eine gute Anekdote zu diesem Prozess, der jetzt innerhalb der IHK stattgefunden hat, ein? Sonst würde ich nämlich gerne zu dem gehen, zu der Außenwirkung und auch zu dem, was ihr jetzt vorhabt. Aber vielleicht hast du ja noch irgendeine schöne kleine Geschichte, die du gerne noch erzählen möchtest, aus diesem Inneren heraus. Es gab doch bestimmt auch welche, die irgendwie fanden das alles unmöglich. Ne? Gut, wir können jetzt schlecht über Leute sprechen, die das alles unmöglich fanden. Aber gibt es vielleicht irgendwie so noch irgendwie so ein kleines Wunder, was du erzählen kannst? Nee, fällt mir jetzt gar nichts zu sagen. Wenn noch, kann man ja mal drauf zukommen. So, dann war ja der nächste Schritt, nachdem das alles dann so funktioniert, dass ihr dann, ihr habt ja dann auch schon hier mit Opel, mit dem alten Opelwerk, da seid ihr ja, glaube ich, ganz besonders stolz drauf, ne, was ihr da aufgebaut habt. Das muss man natürlich ehrlich sagen, dass es nicht direkt was mit dem Veränderungsprozess zu tun hat. Also eigentlich gar nicht. Das lief parallel. Ich glaube, dass wir das Qualifizierungszentrum für Flüchtlinge initiiert haben, das hat was damit zu tun mit einer neuen Haltung von uns. Mit einer Haltung, mit der wir in diese Welt gehen. Wir sagen, wir wollen Verantwortung übernehmen für die Entwicklung dieser Welt. Und wenn irgendwo angepackt werden muss, ja, warum sollen nicht wir anpacken? Vorher war das eher so, wir geben mal unseren Senf dazu und dann sind wir aber ganz schnell wieder weg. Und heute sagen wir, nein, wir übernehmen Verantwortung. Wenn an irgendeiner Stelle Verantwortung übernommen werden muss und wenn wir die Kraft dazu haben, dann machen wir es. Warum nicht?
Kann auch ein anderer machen, aber warum nicht auch wir? Und das haben wir getan bei diesem Qualifizierungszentrum für Zugewanderte. Haben am Schluss ein unglaublich tolles Netzwerk zusammenstellen können aus allen Städten des Kammerbezirkes, von allen unterschiedlichen Organisationen, Handwerkskammern, Kreishandwerkerschaften, die Kirchen, evangelische Kirche, katholische Kirche, aber auch die Glaubensgemeinschaft der muslimischen Kirchen ist dabei, die Gewerkschaften sind dabei, die Arbeitgeberverbände sind dabei, die Volkshochschulen sind dabei. Am Ende eigentlich alle gesellschaftlichen Kräfte machen mit bei einer Aufgabe, die ja auch gesamtgesellschaftliche Aufgabe heißt. Und deshalb macht auch die ganze Gesellschaft mit. Und wir haben gesagt, komm, wir trommeln das zusammen. Wir sind das Netzwerk, in dem das stattfindet. Auch dafür, finde ich, ist so eine Kammer da. Da haben wir einfach gezeigt, dass wir Verantwortung übernehmen für die Welt, in der wir leben. Ja. Ja. Und insofern hat es vielleicht dann doch auch wieder was mit dem Veränderungsprozess. Zumindest, dass ihr da so ein bisschen dann, wie du schon sagst, mit diesem Selbstbewusstsein, mit diesem Wir können das, ja auch die anderen dann auch so, das Vertrauen auch den anderen im Netzwerk. Ja, und auch dieser Mut zu sagen, wir packen etwas an, von dem wir am Anfang nicht wissen, ob es am Ende klappt. Ja. Aber wir probieren es einfach. Ja. Auch das ist, glaube ich, nochmal was. Ja. Das war auch Teil unserer Haltung in diesem Veränderungsprozess. Ist es heute noch? Ja. Ist es tatsächlich jeden Tag? Bei allem, was wir anpacken, sagen wir immer, Scheitern ist einkalkuliert. Ja. Das kann schon passieren. Was nicht bedeutet, dass wir jedes Mal einen Plan B haben. Oft haben wir keinen Plan B. Ja. Aber das ist schon, glaube ich, was Wichtiges nochmal, dass man sich auch, dass auch Kammern, dass überhaupt alle Organisationen anfangen, Dinge auszuprobieren. Weil wenn wir nichts ausprobieren, können wir uns nicht entwickeln. Und wenn man Sachen ausprobiert, dann gehen auch Sachen schief. Ja. Also man wird nie lernen zu jonglieren, wenn man nicht ständig Bälle fallen lässt. Ja, ja. Und das machen wir jetzt. Ja, genau. Und das strahlt dann ja bestimmt auch auf die anderen aus. Ich meine, es ist jetzt blöd, das so zu sagen, aber kann man ja ruhig, also das heißt ja nicht, dass ihr denkt, ihr seid was Besseres, aber dass das auch, was weiß ich, ob Stadtwerke, Stadtverwaltung, Gewerkschaft oder was auch immer, dass das ein Stück weit ausstrahlt, das ist ja was Gutes. Also das bleibt, glaube ich, nicht aus. Also das bleibt doch gar nicht aus. Die anderen Beteiligten in dieser Stadtgesellschaft hier, die sehen schon zu bei dem, was wir machen. Und ein bisschen was wird immer auch, der eine oder andere wird infiziert von unserer Haltung, von unseren frechen Ideen. Manche schütteln auch den Kopf und das ist auch okay. Ja. Also am Ende ist es ein Veränderungsprozess, der für uns in diesem Zeitpunkt der richtige war. Ja. Und das muss keiner übernehmen, das muss keiner kopieren. Aber wenn sich der eine oder andere an bestimmten Dingen, die wir machen, ein Beispiel nimmt, dann freuen wir uns natürlich. Das ist schön. Also ich glaube schon, dass das passiert. In Berlin ist es ja auch so, also zwar auf einer anderen Ebene, der BVG war ja, also die Berliner Verkehrsgesellschaft, die ersten, die so Social Media auch so frech und unkonventionell gemacht haben. Und dann hat sich das in Berlin eben auch auf die anderen Behörden so ausgeweitet, dass es total lustig ist, was sich alle trauen. Ja. Und ich denke mal, hier auf einer ganz anderen Ebene, die ja irgendwie noch, ja, zwar mit Berlin, das ist schon auch wichtig, diese Kommunikation mit dem Bürger über Social Media zu gestalten, aber hier eben in der Wirtschaft und eben in dem, wie man Stadt, also auch Stadtverwaltung, wie man die Region gestaltet, aus der öffentlichen Ebene heraus. Ich glaube schon, dass das richtig auch was macht und dass es sein könnte, dass diese Region, dieser Kammerbezirk, Bochum, Witten, Herne, Hattingen, genau, dass das womöglich sogar, ne? Wäre ja toll. Also wenn der Kammerbezirk davon profitiert, von dem, was wir tun, das habe ich am Anfang gesagt. Das ist das Tolle an dem, was wir machen, dass ganz viele davon profitieren, wenn wir das gut machen. Das ist super. Wenn es ein bisschen dazu beiträgt, dass diese Region als modern wahrgenommen wird, dass diese Region wahrgenommen wird als der richtige Platz, um was zu unternehmen, als richtiger Ort für Startups, als richtiger Ort für IT-Sicherheit, für Entwicklung, die zukunftsgewandt ist. Super. Dann haben wir viel geschafft. Eben. Wie geht es denn jetzt mit den 28.000 Mitgliedsunternehmen der IHK weiter? Wie kann der Funke jetzt da, also das mit dem, das läuft schon mal, ne? Ihr habt da euer Opel, euer Zentrum für Geflüchtete, Zugewanderte. Und jetzt aber sind da ja nun auch noch die Mitgliedsunternehmen, die ja auch unglaublich heterogen sind von bis. Und das ist ja jetzt, glaube ich, jetzt gerade auch so, ne, auf der Agenda, ne, oder? Ja, jetzt kommt ein großer, wichtiger nächster Schritt in unserer Entwicklung, nachdem wir uns organisatorisch ein bisschen eingerenkt haben und wissen, wie wir arbeiten, wollen wir diesen Spirit auch auf die Zusammenarbeit mit den Mitgliedsunternehmen übertragen. Wir wollen weg davon, dass die Kammer
besonders schlau ist und dass die Kammer bestimmte Botschaften hat, die jeden erreichen sollten. Mhm. Hinzu, die Kammer ist ein Netzwerk, in dem alle ihr Wissen einbringen. Also das Gleiche, was wir intern mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern machen, wollen wir jetzt eigentlich übertragen auf alle Mitgliedsbetriebe. Deshalb haben wir vergangenen Freitag eine Plattform veröffentlicht, die ist jetzt gestartet, die heißt Netzen, www.netzen.de. Und in Netzen ist die IHK ein Akteur von vielen, die dort Informationen bereitstellen. Aber jede andere Organisation im Kammerbezirk kann das auch tun. Jedes Unternehmen, jede Schule, jede Uni, jeder Akteur kann sein Wissen in dieser Plattform bereitstellen für alle. Jeder kann mit jedem netzwerken, jeder kann mit jedem Gruppen bilden zu bestimmten Themen und so weiter. Okay. Die IHK schafft die Grundlage für dieses Netzwerk. Wir sind aber nicht mehr die Schlausten in dem Netzwerk, sondern wir verstehen uns als Dienstleister mit eigentlich nur einem Ziel bei allem, was wir tun. Es muss einen Mehrwert geben für die Unternehmerinnen und Unternehmer, die bei uns Mitglied sind. Und ich glaube, der große Mehrwert ist, wir haben vergangenen Freitag die erste regionale Business-Plattform der Welt veröffentlicht. Das gibt's halt noch nicht. Ach komm. Nein, wir haben doch immer alle so eine Wirtschaftsförderung, in Dortmund gab es das auch, wo alle Unternehmen sich immer so eintragen sollten und da musste man immer hinterherlaufen, dass sie das überhaupt mal machen. Okay, ich verstehe, das ist was anderes. Ja. Also nicht die Menschen, die Mitgliedsunternehmen müssen sich bei uns eintragen, um irgendwas zu kriegen, sondern jeder kann sich ja ein Profil selber bauen oder es auch lassen und kann selber als eigenständiges Subjekt agieren in diesem Netzwerk. Es gibt nichts, was wir freigeben oder nicht freigeben oder wo wir steuern, sondern das ist ein ganz freies Netzwerk, in dem jeder agieren kann. Wie? Könnte also da jetzt auch ein Unternehmen aus Essen da rein? Oder da könnte auch ein Unternehmen München? Aus Essen rein. Ja, das fänden wir nicht schlimm. Und wenn ein Unternehmen aus Essen Azubis sucht in unserem Kammerbezirk, herzlich willkommen. Das ist ja für viele Azubis toll, eine Azubi-Stelle in Essen zu finden. Super, nicht schlimm. Und wie kann man kommunizieren? Wir müssen es alle ausprobieren. Ich mache das natürlich gerne. Ihr müsst es unbedingt alle ausprobieren. Aber es geht. Also wie so ein Facebook für Wirtschaft. Ja, Facebook ist natürlich sehr privat und da geht es viel um Selbstdarstellung. Das würde ich sagen, passt nicht so gut. Aber ich meine von der Usability. Ja, aber von der Usability her ist es sehr ähnlich. Genau, jeder kann selbstständig Gruppen bilden. Was weiß ich, wir könnten eine Gruppe bilden. Wer interessiert sich für New Work-Themen? Die Gruppe gibt es wahrscheinlich schon. Die Gruppe alle Verrückten in Bochum treffen sich einmal die Woche, was auch immer, was man sich vorstellen kann. Eine Gruppe aller Händler in der Innenstadt, aller Händler in einem bestimmten Vorort, alle Logistiker im Gewerbegebiet XY, was auch immer, vernetzen sich über diese Plattform, kostenlos natürlich, und schaffen dadurch unzählige regionale Netzwerke. Okay. Also so wie bei nebenan.de für Nachbarschaften. Ja, so ein bisschen. Es geht in die Richtung. Genau. Das ist ja wirklich so. Ja, ich gucke es mir an und es ist letzten Freitag gestartet. Wir haben heute Montag, es ist 4 Tage online. Also ganz frisch. Wie viele Unternehmen sind da seit Freitag draufgegangen? Also ich sage mal ungefähr 300 sind wir jetzt schon. Also wahrscheinlich, seit wir zwei miteinander gesprochen haben, wir sprechen ja jetzt schon eine Stunde, wahrscheinlich sind es jetzt schon 350, ich weiß es nicht. Hammer, ne? Oder? Ja. Und das war eben durch diese beim Jahresempfang haben wir es vorgestellt. Beim Jahresempfang, genau, das war am Freitag. Und dann habt ihr auch gehört mit Luftballons und so, habt ihr auch ein bisschen Hokuspokus gemacht, ne? Beim Jahresempfang. Ja, wir sind natürlich, ihr macht immer so ein bisschen was Spielerisches. Ne? Ja, wir sind bunter geworden. Mhm. Also wir haben gesagt, so ein Jahresempfang, das darf nicht nur daraus bestehen, dass sich graue Herren mit schwarzen Anzügen treffen und sich gegenseitig die Zeit stehlen, sondern wir wollen, dass unsere Kammer sowohl analog als auch digital vom Mitmachen lebt. Mhm. Das ist in Netzen so. Bei Netzen kann jeder mitmachen und selber was gestalten und selber Informationen publizieren. Aber das soll im analogen Bereich eben auch so sein. Wer zu uns kommt, der kann mitmachen, der kann was erleben und es soll bunt sein. Ein bisschen bunter als früher. Mhm. Und das ist uns auch beim Jahresempfang wieder gelungen. Ist euch das wieder gelungen? Ja. Habt ihr sie zum Lachen gebracht? Ich glaube, die Leute haben viel gelacht. Ich habe mir tatsächlich vor 3 Stunden die Bilder angeguckt. Ja. Und ich habe viele, viele lachende Menschen gesehen. Ich habe begeisterte Menschen gesehen. Ich habe nachdenkliche Menschen gesehen. Wir haben sie hoffentlich auch ein bisschen zum Nachdenken angeregt. Also ist gut und gelaufen. Auch wieder ohne Coaches, ohne Gurus, ohne, habt ihr da auch selber? Ah, ich muss ehrlich sagen, wir hatten diesmal einen Keynote-Speaker, der zu den Rockern unter den Keynote-Speakern gehört. Ali Maloji, der EU-Jugendbotschafter. Der kommt aus Österreich, ursprünglich kommt aus Syrien, also ein Flüchtling, der tolles Leben hinter sich hat, der unglaublich viel erreicht hat, ein ganz junger Mann und der eine tolle Rede gehalten hat zum Thema Zukunft und wie junge Menschen heute ticken und wie man sich als Unternehmen aufstellen muss oder als Organisation, wenn man noch junge Menschen erreichen will. Ja. Aber
das Konzept dieses Jahresempfangs. Genau, wie alles, was wir machen, haben wir selbst gemacht. Auch wieder. Ihr einfach. Keine Agentur, alle wir machen Gurus, das selbst. Alle Gurus. Weil wir alle Gurus sind. Genau. Hammer, oder? Ja. Also es geht, das ist mir nämlich so wichtig, dass man wirklich das ruhig selbst entwickelt und nicht immer versucht, absolut. Irgendwelche Ausbildungen zu machen. Genau. Sag mal, wer hat die Birken, bevor wir dann rüber, fehlt noch was? Was können wir noch zu irgendwas? Also Netzen, netzn.de ist ja jetzt das Ding. Also auch die, die nicht hier im Kammerbezirk sind, können ja ruhig mal reingucken und sich registrieren. Ist ja nicht schlimm. Ne? Den Kreis hast du Den Kreis. Der gehört natürlich irgendwie zwingend zu uns. Aber der ist ja auch wandelbar, ne? Der soll ja durchaus auch wieder. Der verändert sich. Ja, da werden mal Inhalte rausgenommen. Mit dem Aufkleber, das müssen wir gleich nochmal erklären, wieso das so klebt. Genau. Wie sind die Birken hier? Erklär jetzt mal. So, die Birken. Wer hat die hier dran gemacht? War sie das auch selbst? Irgendwelche handwerklich begabten Leute oder wie sind die entstanden? Ja, das war so, dass es eine Gruppe gab hier, die sich mit dem Thema New Work beschäftigte. Und die haben gesagt, wir würden gerne einen Raum so einrichten, wie wir glauben, wie man in Zukunft zusammenarbeiten könnte. Okay. Und dann haben wir gesagt, ja toll, wir stellen euch einen Raum zur Verfügung, dort könnt ihr das besuchen. Und dann haben die gesagt, es macht keinen Sinn, das nur für ein paar Tage zu tun, um den Raum einmal angucken zu können. Sondern wenn wir so einen New Work Raum machen, dann ist das was, was wir gerne auf Dauer einrichten würden. Und dann haben wir gesagt, okay, ihr bekommt ein bestimmtes Budget und dann versucht mal, wie ihr es schafft, den Raum einzurichten. Und dann haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, kleine Projektgruppe, ich glaube, die waren zu viert, haben sich die Materialien ausgesucht, haben sich Gedanken gemacht über die Möbel, also diese unterschiedliche Konstellation hier mit so einem ziemlich nüchternen Glastisch, der quasi zusammengehalten wird von Zeitungen aus den vier Kammerstädten, also aus Bochum, Herne, Witten und Hattingen. Dann da drüben dieser gemütlichere Bereich mit Couches und so. Mhm. Die Birkenstämme, dann diese große Tafel, an der man extrem großflächig arbeiten kann. Ja, super gut. Und ich muss sagen, in diesem Raum verändert sich Diskussionskultur. Allein der Teppich. Der ist schön. Der Kunstrasen hier animiert dazu, wenn man lang genug hier drin ist, zieht fast jeder irgendwann die Schuhe aus, wenn man wissen will, wie es sich anfühlt zwischen den Zehen. Also die Menschen benehmen sich hier anders und man diskutiert anders, man wechselt öfter mal den Standpunkt, auch das ist wichtig in diesem Raum. Man bewegt sich viel mehr als sonst. Ja. Und wir sind total happy, dass wir diesen Raum haben. Auch das waren Gurus, die zu Gurus geworden sind, weil sie sich mit dem Thema beschäftigt haben, wie könnte so ein Raum aussehen und das alles selbst entschieden haben. Hier war kein Architekt zugange, sondern Gurus, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der IHK. Ihr seid ein Beweis. Ja, wir sind ein Beweis dafür, dass es geht. Eben, weil wenn es bei einer IHK geht, wo dann nicht, dann geht es auch bei einer Metzgerei, dann geht es überall, dann geht es auch in einem Kaufhaus, dann geht es überall. Man muss es sich nur trauen. Ach, zeig uns doch mal euren Kreis. Okay, ich laufe dir hinterher. Sollen wir unsere Sachen direkt mitnehmen? Ja, nur ich würde gerne mein Handy. Kannst du auch mein... Warte, das schaffe ich noch. Und das schaffe ich noch. Okay. So, nur diese Tasse. Danke. So. So, dann gehen wir mal weiter. Also diese IHK sieht ja jetzt irgendwie ein bisschen aus wie ein Kindergarten. Überall hängen ja auch irgendwelche Bilder. Also ich weiß, dass du das nicht als Vorwurf meinst. Nein. Ich will das als Vorwurf tatsächlich präsentiert. Dieses alles so bunt, das sieht aus wie ein Kindergarten. Naja, die Wahrheit ist, im Kindergarten wird schon ziemlich modern gearbeitet. Wir Menschen brauchen eigentlich solche bunten Einflüsse, um auf andere Ideen zu kommen. Ja. Und deshalb bin ich ganz schön froh, dass es hier so bunt geworden ist. Und hat wieder was mit Mut zu tun. Auch das, Da auch wieder, so sieht das hier aus. In den heiligen Hallen einer Industrie- und Handelskammer. Hier sieht man ganz viele Übrigbleibsel unseres Zukunftstages. Also in jedem Stockwerk haben wir uns mit anderen Themen beschäftigt. Hier haben wir uns zum Beispiel mit Big Data beschäftigt. Ah, ja. Natürlich. Hier haben wir erarbeitet, wie wir unser Weiterbildungsprogramm so entwickeln, dass es plötzlich was mit den Themen der Gegenwart und der Zukunft zu tun hat. Na, also das Thema New Work spielt ja in unserer Weiterbildung eine große Rolle. Bildet ihr jetzt endlich mal Design Thinking Manager aus? Ja, wir bilden Design Thinking aus. Also das kann man bei uns lernen. Und weil das wünsche ich mir schon lange. Habe ich immer bei Marc Hüffmann gebettelt. Machen wir aber schon länger jetzt. Also bestimmt schon seit einem Jahr. Cool. Und auch hier sieht man auch im Prinzip unsere neuen Arbeit. Bei uns kann man überall reingucken. Also wir verstecken das nicht mehr in irgendwelchen Büros, wo wir gerade arbeiten, sondern jede offene Baustelle darf von jedem gesehen werden und jeder kann bei uns auch kommentieren, was wir machen, kann das gut finden, kann das schlecht finden. Kein Problem, weil wir glauben, wenn jeder mitdenkt, dann wird es noch besser. Absolut.
Absolut. Und gibt es auch schon Mitgliedsunternehmen, die schon hier so sich einbringen? Ja, total viele. Wir haben das gecheckt, dass man hier auch ganz viel lernen kann, ganz viel mitnehmen kann, ganz viele Ideen mitnehmen kann. Ja. Dürfen wir einmal kurz den Kreis filmen? Ja, gerne. Super. Ja, das ist ja perfekt. Ja, und da ist er. Hört auf mit eurem Kreis, aber wir lieben ihn, weil er wirklich die Grundlage unserer Zusammenarbeit ist. Und weil wir so viele gute Erfahrungen damit gemacht haben, sagen Sie immer auch verdammt stolz drauf. Und ich kann jedem nur empfehlen, nutzen Sie die Gelegenheit, stellen Sie sich selbst mal auf, überlegen Sie, wo Sie gerne wären auf diesem Kreis. Der schönste Platz auf diesem Kreis ist der freie Ring des Kreises, dass das, worauf ich gerade stehe, die Pfeile symbolisieren, dass dieser freie Ring des Kreises in beide Richtungen beweglich ist. Auf diesem freien Ring des Kreises begeben sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus eigener Veranlassung, auf eigene Entscheidungen hin und treffen sich mit Mitarbeitern aus anderen Kompetenzfeldern, um unsere Kammer weiterzuentwickeln. Das heißt, eigentlich auf diesem freien Ring des Kreises, hier spielt die Musik. Gesellschaftsspiel, wie Monopoly, in anders. Man stellt sich irgendwo hin, nimmt das auf, wo man gerade steht und kann dann mit anderen eben aus dieser Position heraus kommunizieren. Wie heißt der nochmal? Bei Asterix und Obelix, der mit dem Zaubertrank, was ist der Beruf von dem? Wie heißt der? Druiden! Der Druidenkreis! Das ist euer Druidenkreis. Stimmt das? Nein, unsere Druiden. Nein. Bei uns würde Druide wahrscheinlich nicht stimmen, aber okay. Uns zeigt es eben, wie sehr wir inzwischen eigenverantwortlich arbeiten und das hat für uns was mit Agilität zu tun. Also nicht nur, dass wir sehr beweglich geworden sind. Ja, ganz große Klasse. Ganz große Klasse, genau. Wunderbar. Tja, ich bin hingerissen. Da auch wieder alles. Guckt euch das mal an. Wie im Kindergarten. Der heilige Saal. Ja, das sind Strategiepapiere einzelner Arbeitsteams, in denen wir aufschreiben, wo wir irgendwann hinwollen, was wir abzuarbeiten haben. Ja. Hier von Wirtschaftsplanung über Digitalisierung, das Thema Prüfungen. Wie arbeiten wir im Service Center? Wie machen wir Customer Relationship? Jeder kann reingucken und wie man an den roten und grünen Zetteln sieht, jeder kann auch feedbacken. Jeder kann Vorschläge machen, was findest du gut an dem, was wir da vorhaben, an unserer Strategie oder was fehlt dir noch? Ja. Und jeder darf mitdenken, jeder, der in diesen Raum kommt. Also wir haben ganz bewusst alle Barrieren weggenommen. Man darf auch sehen, wo wir Schwächen haben. Ja. Und jeder soll mitdenken. Also diese Denke, jeden zu beteiligen, nicht nur die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, diese wie du alle, aber auch jeden Gast dieser Kammer sehen zu lassen, woran wir arbeiten, ist uns ganz wichtig. Ja. Ja, vielleicht entstehen dann ja hier noch Arbeitsgruppen, so eine Art Selbsthilfegruppen von Unternehmern. Auch das gibt es. Bereich, gibt es schon. Gibt es, also es gibt ganz großes Interesse, dass wir was zum Thema Agilität machen, dass sich Unternehmen, die schon agil arbeiten, hier treffen können, weil wir natürlich alle mit den gleichen Problemen auch zu kämpfen haben, ne? Auch das ist wichtig. Einfach mal zu merken, okay, andere stoßen auch an ihre Grenzen bei bestimmten Themen. Und genau dafür ist auch Netzen da. Also auf Netzen werden wir genau solche Sachen organisieren. Die dann auch im analogen Leben. Genau, klar, die werden sich dann auch ihre Räume tatsächlich finden. Treffen. Natürlich. Ja, genau, das muss man ja dann auch mal machen. Ja, ach Erik, sag noch ein Schlusswort. Ich weiß keins, sag irgendwas. Ich fand super, dass du da warst. Ich für dein Interesse und ich hoffe, dass die dein Filmchen gucken, das du da zusammenschneidest, dass ihr euch nicht langweilt. Ich schneide nichts. Ich fürchte, nein, ich schneide nichts. So ja, ich lasse immer, da bin ich zu basisdemokratisch. Ich hoffe, dass ihr Spaß habt bei dem, was ihr da guckt. Und das ist gar nicht missionarisch gemeint, was wir da machen. Aber jeder darf sich gerne einzelne Kuchenstücke daraus nehmen und sagen, das ist vielleicht für meine Organisation interessant. Das ist vielleicht ein Beispiel, das ich mir klauen will. Herzlich willkommen. Oder wenn ihr es euch nochmal bei uns angucken wollt, kommt gerne in die Kammer. Ja. Die Türen hier sind fast immer offen. Ja. Und was ich gerne sage ist, wir versuchen ein Fenster in die Zukunft zu sein und jeder ist eingeladen durchzukommen.